Grüß Gott und willkommen, liebe Zuschauer, zu Spirit Leben mit Stil, heute aus der Villa Trapp in Salzburg. Das ist das Wohnhaus, das ehemalige Wohnhaus der berühmten Trapp-Familie. Es geht heute wieder einmal um das Thema Nummer 1, die Liebe. Und da freue ich mich auf unseren heutigen Gesprächsgast, Weihbischof Andreas Laun, Weihbischof von Salzburg. Willkommen in unserer Sendung. Danke vielmals. Herr Weihbischof, Sie gelten ja als Experte für alle Fragen rund um die Liebe, denn Sie sind dafür zuständig, erstens hier im Bistum für Ehe und Familie und zweitens schon seit langem wissenschaftlich tätig auf diesem Gebiet als Professor für Moraltheologie in Heiligenkreuz an der Päpstlichen Hochschule und auch in Benediktbeuern an der Hochschule der Salesianer. Aber nun wird doch mancher unserer Zuschauer sagen, die katholische Kirche und die Liebe, ausgerechnet die katholische Kirche, soll dafür eine Instanz sein, die man fragt. Warum eigentlich? Weil sie die beste ist. So einfach ist die Antwort. Ich erinnere an eine ganz aktuelle Diskussion, die jetzt aufgebrochen ist bei der Afrikareise unseres Papstes Benedikt XVI. Und hat ein frecher Journalist nachher geschrieben, die Kirche sollte sich endlich ein Bußschweigen auferlegen und zum Thema Sexualität den Mund halten. Ja. Ich weiß nicht, ich glaube, er hat es noch unhöflicher gesagt, aber immerhin. Und der Papst hat aber in seiner Ansprache gesagt, die beste Organisation, um AIDS zu bekämpfen und also präventive Maßnahmen den Menschen näher zu bringen, ist die katholische Kirche. Und ich bin voll seiner Meinung. Nicht, weil ich jetzt dem Papst glauben muss, sondern einfach, weil er Recht hat. So einfach ist es. Ja, aber warum eigentlich? Denn man weiß ja, der Papst und die Priester und die Bischöfe und so weiter leben zölibatär. Und da könnte man sagen, die sind so weit entfernt von der Materie. Warum trauen die sich überhaupt? Oder worauf führen die selber ihren Sachverstand eigentlich zurück? Na, weil sie Menschen sind, so fangt es mal an. Und sie sind auch nicht geschlechtslose Menschen, sondern sie sind Männer. Und bei den Ordensfrauen sind es die Frauen. Also Entschuldigung, wir denken mit bei einem Urthema, das beginnt mit dem Schöpfungsbericht, durch die ganze Geschichte hindurch bis heute. Und ich kann nur sagen, auch die Katholiken, leider auch manche vom Klerus, auch manche Bischöfe, haben die Entwicklung völlig verschlafen. Im 20. Jahrhundert hat es einen großartigen Durchbruch der katholischen Kirche in ihrer Lehrentwicklung gegeben. Da hat sie gleichsam den Scheinwerfer ihres Erkenntnisvermögens auf dieses Thema Liebe, Sexualität, Ehe gerichtet und hat der Welt eine Botschaft gegeben, angeboten, die einzigartig ist, wo es nichts Vergleichbares gibt. Und die Leute haben es verschlafen. Die wissen es heute noch nicht. Die träumen von einer Kirche, die im 19. Jahrhundert unter dem gewaltigen Einfluss der aus dem Protestantismus kommenden Brüderie gestanden ist, von der reden sie heute noch, wenn es ja leider Gottes dieses Gift damals wirklich eingedrungen ist, auch in den Klerus und auch bei den Theologen. Aber das ist vorbei, das ist weg. Aber Sie sagen, dieser Durchbruch, der ist nicht mal in der Kirche angekommen, umso weniger natürlich in der Öffentlichkeit. Und heutige Jugendliche, warum sollen die sich an die Kirche wenden? Denn der Eindruck ist ja doch entstanden, dass die Kirche auf diesem Gebiet sich zwar häufig äußert, aber doch immer eher als Spielverderber auftritt und immer in der Form von Verboten. Man darf das nicht, Sexualität am besten gar nicht, wenn dann nur in der Ehe und auch da nicht immer und verhüten sowieso nicht und so weiter. Irgendwie ist ja dieser falsche Eindruck entstanden. Woher kommt der? Ja, das kommt auch davon, dass die Bischöfe sich seit langer Zeit überhaupt nicht mehr äußern. Mit Verlaub gesagt. Und ich würde auch meinen, auch die Priester, sie trauen sich ja gar nicht mehr. Die viele sind völlig unfähig, sie haben das Vokabular nicht bereit, sie trauen sich nicht, sie zucken zusammen, wiederholen die Vorurteile, die ihnen in den Mund gelegt werden. Ja, wirklich, wir müssen ja offener werden und so. Diesen ganzen Schmarrn, der uns da erzählt wird. Ich habe gestern Abend eine Fernsehsendung gesehen, wo dann auch wieder das kam, ja, offener muss die Kirche sein, sie muss nicht so gelöst und nicht so verklemmt. Gebete, wo denn? Die sind ja wirklich von gestern, die Leute, die so reden. Da kann ich nur sagen,
bitte gebt einmal der Kirche endlich das Wort, lasst sie reden. Und es gibt schon ein paar Vertreter, die das sehr wohl können. Und ja, Sie sind ja einer davon. Naja, vielleicht, hoffentlich. Aber ich stehe in einer großen Tradition. Der Mensch sehnt sich nach Liebe, das kann man ja auch schon, wenn man das Radio aufdreht, den Schlagern entnehmen, im Fernsehen, den Filmen und so weiter. Aber nach welcher Art von Liebe sehnt er sich? Nach der schnellen, nach dem One-Night-Stand, nach der Abwechslung in der Liebe? Oder was ist aus Ihrer Sicht die Ursehnsucht des Menschen? Also, da müssen wir erst einmal den Blick ein bisschen weiten. Wir können nicht die Kugel gleich ins Loch rollen lassen und gleich bei der Sexualität ankommen. Wir müssen einmal sagen, der Mensch ist für die Liebe geschaffen und er ist unruhig, ist sein Herz in einer großen Ruhelosigkeit, solange es nicht ruht in Gott. Also die erste Sehnsucht des Menschen geht auf Gott hin. Ich weiß schon, das wissen viele Menschen nicht, sie sind sich dessen nicht bewusst, aber wie es im Psalm heißt, wie der Hirsch mit der ganzen Intensität eines Tieres sich nach der Quelle sehnt, so sehnt sich meine Seele nach dir, heißt es. Und das ist eine Urwahrheit. Die ganze Ruhelosigkeit der Menschen kommt von ihrer Gottlosigkeit. Und daher muss man sagen, das ist die Ur-Ur-Ur-Erstliebe. Und diese fehlende Gottesbeziehung ist auch der Grund, warum viele Ehen scheitern, weil man in der Ehe dann versucht, den Partner an die Stelle Gottes zu rücken. Und das kann die arme Frau und der arme Mann nicht. Er kann nicht das ganze Glück sein und sie kann es auch nicht. Und weil sie das nicht kann, glaubt dann der andere, meine Beziehung ist gescheitert, ich habe die falsche Frau, ich habe den falschen Mann. Und dann ist die Türe offen für irgendeinen Seitensprung und für eine neue Beziehung. Aber das geht nicht. Darum meine ich, dass die Gottlosigkeit ist der wichtigste Grund für Scheidungen. Da kommt keine Psychotherapie und irgendwelche Beratungsgespräche hin, sondern da muss man sagen, das ist die Wurzel. Ist das wirklich so, dass die dauerhafte Liebe zu einem Partner die Ursehnsucht des Menschen ist? Wenn man heute Fernsehserien anschaut, dann könnte man einen ganz anderen Eindruck gewinnen. Kaum ein Tatortkommissar zum Beispiel ist verheiratet. Viele Serienhelden, Kriminalkommissare oder auch Ärzte in Klinikserien sind nicht verheiratet und haben doch wechselnde Paarungen. Und das ist ja doch irgendwie auch spannend. Also mein erster Erzbischof-Chef hat mir mal gesagt, weißt du, man kann vom Teufel nicht viel Gutes sagen, aber eins muss man ihm lassen, fleißig ist er. Und ich würde hinzufügen, unintelligent. Also weil er uns hasst, wo greift er uns an? Er zerstört die Quellen des Glücks, er zerstört die Gottesbeziehung, aber er zerstört in unserer Zeit auch ganz besonders und greift an diesem Punkt. Er zerstört die Familie mit dieser ganzen absurden Ideologie des Gender-Mainstreaming, die heute von intelligenten Leuten wiederholt wird, wie wahrscheinlich seinerzeit die Rassenideologie, die ja auch absurd ist. Und trotzdem haben sie intelligente Menschen nachgeplaudert und entsprechende Grauenhaftigkeiten gemacht. Und so ein ähnliches Phänomen haben wir heute wieder. Und da denke ich mir, ja, das hat einen wirklich diabolischen Ursprung. Wie in der westlichen Welt die Familie und die Liebe und alles kaputt gemacht wird. Vom Kindergarten an sollen die Kinder eigentlich schon entwöhnt werden der normalen Entwicklung hin zur Liebe, zur treuen Liebe. Und da sage ich auch, meine Erfahrung möchte ich da ganz gerne ins Spiel bringen und sagen, wo habe ich die glücklichsten Menschen getroffen? In verheiratete Menschen und in Klöstern. Das sind die Orte, wo ich wirklich glückliche Menschen kennengelernt habe. Woher kommt es denn, dass junge Menschen, die von Natur aus vielleicht diese Sehnsucht mitbringen, und das muss ja so sein, sonst würden ja auch die ganzen Filme nicht funktionieren mit Happy End und so weiter, dass die aber trotzdem, viele davon abkommen und auf eine andere Lebensspur, sagen wir mal, gesetzt werden? Na, weil sie ihnen ja von den Verantwortlichen bis hin zu den Ministerien und den Schulämtern entsprechend ständig beigebracht wird in die andere Richtung. Sie werden ja gefüttert mit den Vorurteilen, dass sie bei der Kirche diese große Antwort, die sie so ersehnen eigentlich, nicht mehr holen wollen, sie nicht abholen wollen. Das ist unsere Not. Wir haben ja
Ich habe in Kanada hat mir ein Freund erzählt, da haben sie in den Schulbüchern drinnen, Ehe ist ein Mann und eine Frau und zwei Männer und das ist genauso. Und wenn der Lehrer das nicht genauso lehrt, dann verliert er den Posten. Also wir haben eine absolut wahnwitzige Diktatur, eine Übergriffigkeit des Staates in einen Bereich hinein, der ihn überhaupt nichts angeht. Er soll sich gefälligst um seinen Job bemühen und nicht einmischen in die Elternrechte. Und damit übrigens und damit auch die Kirche. Aber die Kirche beruht ja auf Freiwilligkeit und hat keinen Gesetzesdruck, um die Kinder zu bilden, sondern aber der Staat macht es. Er missbraucht seine Gewalt in diesem Bereich. Könnte da vielleicht auch die Kirche kreativer werden, wenn ich daran denke, dass bei ähnlichen Gefährdungen früher, also sagen wir mal Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, da kamen ja viele Menschen vom Lande in die Großstädte, junge Burschen und Mädels, und die Kirche hat gesagt, da sind die allerlei Gefahren ausgesetzt, fern von zu Hause, es war ja eine ganz andere Zeit, da müssen wir was machen. Da hat der Adolf Kolping Gesellenhäuser geschaffen und so, wo man sagt, da können die wohnen, da können junge Mädchen wohnen und so. Und dann können wir ein bisschen dafür sorgen, dass sie auf dem richtigen Weg bleiben. Ja, natürlich, es muss in jeder Zeit die richtige Antwort gegeben werden. Der Heilige Don Bosco hat es auf seine Weise gemacht. Im 19. Jahrhundert, der Adolf Kolping, den Sie schon zitiert haben, und wahrscheinlich könnte man eine ganze Fülle von solchen Initiativen nennen, mit mehr oder größerem Erfolg. Aber mir scheint, dass es so wichtig ist, dass ein bisschen etwas von der Mentalität oder der Inspiration von Johannes Paul II. Wirklich in den Priestern da ist. Johannes Paul II. Schreibt einmal in seinen Erinnerungen, als junger Kaplan lernte ich die Liebe zu lieben. Und dann hat er sich dem Thema zugewandt. Und wenn Sie mir vorher gesagt haben, Moraltheologe und so, sage ich, ja genau, entstanden ist es ja nicht auf der Universität, das ist ein wissenschaftliches Thema, sondern entstanden ist es, weil junge Menschen zum Kaplan, zum Religionslehrer kamen und diese Fragen, ihre Fragen gestellt haben. Und so musste ich mich, abgesehen von meiner eigenen Biografie, auf jeden Fall mit der Frage beschäftigen. Und da meine ich, dass die jungen Priester befähigt werden müssen, über diese Fragen in einer guten und anziehenden Weise zu reden. So dass die jungen Leute sagen, ja, das entspricht dem, was ich auch empfinde. Und dann kann man sie auch immunisieren gegen den Wahnsinn, der uns umgibt. Ein Grund dafür, dass diese Sehnsucht verschüttet wird, liegt ja vielleicht auch in dem Wahnsinn, wie Sie sagen, der uns umgibt, also die allgegenwärtige Sexualisierung, Pornografie überall, vor allem im Internet. Und da gibt es ja Untersuchungen, die sagen, es ist nicht überraschend, dass ein großer Teil der Männer zum Beispiel, die große Mehrheit, im Internet einschlägige Seiten auch aufsucht und entsprechendes konsumiert. Das ist ja auch, die Verführung ist ja riesig dazu. Ist das wirklich so schlimm? Oder kann man nicht sagen, naja, man schaut Bilder überall an, das ist ja nicht weiter tragisch, das ist vielleicht sogar anregend. Na, vielleicht sollte man sich daran erinnern, dass die Kirche eigentlich in ihrer Lehrtradition auch den Begriff der Gedankensünde immer gehabt hat und dass das Böse immer mit dem Denken beginnt. Natürlich, wo denn sonst? Beim Denken beginnt es. Auch schon beim Schauen? Und auch natürlich beim Schauen. Und wenn Jesus sagt, wer die Frau eines anderen begehrlich lüstern anschaut, der hat mit ihr die Ehe schon gebrochen, das kann man sehr wohl auch am Fernsehschirm machen oder am Computer. Also das ist doch klar, und davon muss man reden. Und wenn man bedenkt, die Sexsüchtigen, die man dann haben, und dann brauchen wir Gesetze, die haben wir ja Gott sei Dank, gegen Kinderpornografie. Aber da sieht man ja, was für eine grauenhafte Welt darin steckt, die wirklich auch zum Teil buchstäblich über Leichen geht. Und das muss man doch alles mitbedenken. Also wer das dulden kann, ja, ich weiß von einem Paar, da ist die Ehe fast draufgegangen, weil die Frau den Mann erwischt hat, wie er Pornoseiten sich da eingezogen hat. Und dann hat er begriffen, das war auch der Moment seiner Umkehr und Heilung, dass er gesagt, das war ein Ehebruch, den ich da begangen habe. Ne? Nun haben Sie gesagt, es hat eine Revolution gegeben in der kirchlichen Lehre, in der Lehrentwicklung zum Thema Liebe, Ehe, Sexualität und so weiter. Was ist denn nun das Entscheidende? Was ist dabei herausgekommen? Was ist die große Botschaft, die Kirche heute an die Menschen hat? Wie soll man mit der Liebe umgehen?
Wenn Sie heute irgendein Gerät kaufen, kriegen Sie eine Bedienungsanleitung, damit Sie wissen, dass Sie mit Ihrem Computer nicht unter Wasser arbeiten können oder andere gescheiten Ratschläge bekommen. Nicht, oder dass Sie in der Trockenmaschine die Katze nicht hineingeben dürfen. Da hat es doch auch mal ein Beispiel gegeben aus Amerika mit allen Absurditäten. In den Mikrowellenherd darf man die Katze nicht hineinstecken. Also gut, und so ähnlich sage ich da, wir haben diese wunderbare Fähigkeit, wir sind geschaffen als Mann und Frau, nicht als unbeschriebenes Blatt, nicht als ein neutraler Mensch, der irgendwann seine Sexualität dann wählt, was ihm besonders schmeckt und passt, so wie die Lieblingsspeise, sondern wir sind geschaffen als Mann und Frau und haben unsere Triebhaftigkeit, unseren Leib, unsere Seele. Und jetzt, wie gehen wir denn damit um? Wie kann denn das gelingen? Das ist meine Frage, wenn ich sage, also wenn du hast das mitbekommen, aber wie gehst du damit um, dass das wird, was die Bibel mal noch nicht ganz detailliert, aber sagt, und sie werden ein Fleisch sein, heißt es. Da sind zwar auch die Schritte schon genannt, nicht? Sie wird sich das verlassen und die Eltern verlassen, um dann ein Fleisch zu werden. Also wie gelingt denn das? Kann man sagen, ja, ein Fleisch werden, ja, das ist leichter. Da muss der Mann das machen und die Frau das und dann steckt man wo was hinein und dann geht das schon. Dann ist man ein Fleisch. Das ist ein völliger Unsinn. Das Potenzial ist kein ein Fleisch werden. Das ist eine sexuelle Erregung und eine Kontraktion von Muskulatur, aber sonst ist es gar nichts. Damit zwei Menschen und dass der Jubelruf des Adams stimmig ist, endlich Fleisch von meinem Fleisch und mein. Also diese Erfüllung seiner Sehnsucht in diesem Jubelruf des Adam in der Bibel. Endlich, weil die Tiere waren ihm zu wenig. So waren eine Zeit lang sehr interessant und sehr schön. Aber er war allein und dann schafft ihm Gott das ihm entsprechende Gegenüber und er bricht aus in den Jubel über also die Frau. Und damit es das gelingt, diese Verheißung Gottes und sie werden ein Fleisch sein, was muss da gegeben sein? Und da habe ich mir oft als junger Moraltheologe überlegt, wie kann ich denn das so beschreiben, dass das jeder Mensch nachvollziehen kann? Und da habe ich dann schlussendlich 8 Punkte gefunden und gesagt, das und das und das muss gegeben sein, nur dann gelingt es im vollen Sinn des Wortes. Es gibt ja eine Untersuchung, sogar mehrere schon, die herausbekommen haben, Gläubige haben den besseren Sex, ist dann die plakative Überschrift in den Boulevardzeitungen. Denn die geben tatsächlich an, als Eheleute, dass sie viel zufriedener sind mit ihrer Sexualität als Menschen, die nicht gläubig sind und Menschen, die nicht heiraten. Hat es tatsächlich, und woher kommt es eigentlich, dass das eine unterschiedliche Qualität hat, im Unterschied zum Bordell zum Beispiel oder auch zum One-Night-Center, obwohl doch der technische Vorgang genau der gleiche ist? Ja, das ist ganz einfach, weil es liegt in unserer Natur als Mann und als Frau, liegt eine gewisse Gesetzmäßigkeit, über die wir nicht einfach drüber können. Sondern das ist dann vorstrukturiert, vorprogrammiert, so wie man beim Computer mache ich ja auch das Betriebssystem nicht selber. Aber wir haben auch ein Betriebssystem, wir müssen richtig damit umgehen, sonst löschen wir, sonst kriegen wir Viren hinein und alles Mögliche. Also das ist doch ein normaler Vorgang. Und wenn Sie in den österreichischen Alpen Skifahren gehen, dann ist es auch gescheit, wenn Sie dem Skilehrer sich ein bisschen sagen lassen, wie es geht, denn dann macht es Ihnen Freude, dann ist das super. Aber wenn Sie dummer Tourist in einen Lawinenhang hineinfahren, dann sind sie nicht sehr lange mehr am Leben. Oder sie liegen in der Klinik und haben ein gebrochenes Bein. Also das hat doch eine innere Logik, das muss doch alles zusammenstimmen. Auch die Bewegungsabläufe, Ihr Körper kann nicht alles, sondern er hat auch Grenzen, aber auch Möglichkeiten. Und damit das alles gut läuft, muss man den Gesetzen, die Gott in uns hineingelegt hat, folgen. Und die möchte ich Ihnen erklären. Zu diesen Gesetzen gehört, das weiß jeder, weil die katholische Kirche das immer wieder sagt, man soll nur in der Ehe, also Sexualität gehört nur in die Ehe. Ja. Warum ist das so? Wenn ich einen Computer, Sie haben das Beispiel des Computers genannt, einen Computer mir anschaffe, dann ist ja nichts dagegen zu sagen, dass ich mehrere Modelle teste,
bevor ich dann sage, ja, der hat am besten funktioniert, den nehme ich. Jetzt werden Sie wahrscheinlich wegen Frauendiskriminierung dann anschließend verhaftet, weil wie können Sie eine Frau mit einem technischen Gerät vergleichen? Also das ist arg, weil das ist schlimm. Aber Spaß beiseite. Ich möchte mal sagen, vielleicht auch gerade, weil wir ja viele Frauen auch im Publikum haben, möchte ich sagen, es ist auch ein bisschen so wie in der Küche. Wenn Sie eine Sachertorte machen wollen, was auch in Österreich bekanntlich eine Spezialität ist, was braucht man dazu? Mit nichts kann man es nicht machen. Also ich, ehrlich gestanden, ich kann es Ihnen jetzt gar nicht aufzählen, was Sie alles brauchen, aber ich vermute sehr stark Schokolade und Zucker und Mehl und Marmelade, glaube ich auch. Also kurz und gut, Sie brauchen ein paar Ingredienzien. Und so fange ich auch meine Story an und sage, also was wollen wir diese Einheit im Fleisch? Also da brauchen wir einen Mann und eine Frau. Ja, da darf es nicht vielleicht ein zweiter Mann sein. Sag ich, na, tut mir leid, da wird es nichts, das geht nicht. Also wir brauchen als erstes einmal einen Mann und eine Frau. Und dann brauchen wir, ja, dann müssen wir eine Beziehung zwischen denen haben. Denn wenn Sie nur sagen, na, die Frau ist Erbin eines wunderbaren Hauses, dann sage ich, na, das ist eine Vernunftbeziehung. Das hat aber hat nichts zu tun mit dem, was wir meinen, mit diesem ein Fleisch werden, weil es geht ja nicht nur um das eine Fleisch werden, sondern der ganze Mensch ist gemeint. Und wenn Sie nur aus Berechnung, das geht nicht. Also wir brauchen die Liebe. Und dann brauchen wir drittens, und da sind wir schon bei einem ganz wichtigen Punkt angelangt, wir brauchen die Liebe, die zu ihrer Vollendung gekommen ist. Nicht eine Liebe, die erst am Wachsen ist, die sich erst unsicher auf den anderen zubewegt. Das ist zu wenig. Wir brauchen diese Bestätigung, die Reife der Liebe durch das Ja, da fährt die Eisenbahn drüber. Ich liebe dich. Und was immer sein wird, ich stehe zu dir. Ich verlasse dich nicht mehr. Nie, nie mehr. Diese Entscheidung brauchen wir auch. Und dann sind wir jetzt schon ein ganzes Stück weit gekommen, aber wir sind noch nicht am Ende. Also die kirchliche Lehre zu Liebe und Ehe soll nicht die Liebe verhindern, die Sexualität einengen, sondern in die Höhe führen. Da muss ich jetzt etwas vorausnehmen, das ich zum Schluss erst sagen wollte, nämlich der eigentliche Thomas von Aquin, der hat gesagt, dass die Liebe dann noch schöner und noch erfüllender wird, wenn sie eingebettet ist in den Plan Gottes. Also nicht nur ein bisschen weniger Sex, ein bisschen weniger lustvoll, ein bisschen langweiliger und so weiter, sondern im Gegenteil erfüllender und schöner. Sie wird noch, im Paradies wäre es noch schöner gewesen. Weil die Sünde hat alles ein bisschen angepatzt sozusagen. Nicht? Aber das ist das Ja-Wort, das Ja-Wort ist eigentlich nur, weil wir reden ja in der Kirche von der Unauflöslichkeit, aber es ist ja ein wunderbares Wort. Es ist der Triumph der Liebe zu sagen, naja, weißt du, das Studium, wie lange hast du noch bis zu deinem Abschluss? Naja, bis dahin werden wir mal, dann werden wir sehen. Entschuldigung, der kann doch nicht behaupten, dass er die Frau liebt, wenn er so redet. Dann dekretiert er sie ja zu einem, weiß nicht, im Winter, weil es so schön kuschelig und warm ist bei ihr oder wie oder was. Das kann es doch wohl nicht sein. Und darum sage ich, das Ja-Wort gehört zu einer erfüllten Liebe. Nicht zu früh. Da muss ja auch immer schauen, dass in der Realität unserer Sensibilität, dass der Körper nicht gleichsam überholen kann. Die Liebe muss das Bestimmende bleiben. Die Liebe muss ihn, die Sexualität erfüllen und beseelen. Und der Körper darf nicht schneller sein als die Seele. Das ist nämlich auch der Punkt. Wenn ich mit meinem Ja-Wort gebe ich mich ganz dem anderen, soweit man das einem Menschen gegenüber überhaupt darf, nicht? Das ist ganz und total, aber relativ. Der Körper tut das im sexuellen Vereinigung, aber die Vereinigung muss gedeckt sein von dem Ja der Seele. Das kann ich nicht rauslösen und sagen, der Körper kann er mal. Wir zwei warten aber noch. Das kann es ja wohl nicht sein. Das ist also die Gebrauchsanleitung Gottes für Ehe und Liebe. Und da soll man sich trefflich danach halten, sinnvollerweise, sagen Sie. Aber was ist denn der tiefe Sinn? Was bezweckt Gott nach der Lehre der Kirche mit diesem Ganzen, was er da geschaffen hat, den zwei Geschlechtern und Ehe und Familie, was will er da eigentlich erreichen?
Gott will die, also mit Verlaub gesagt, schon auch die Vermehrung, die ein Erhalt des Menschengeschlechts, wachset und mehret euch, heißt das. Das ist schon auch ein Auftrag und nicht nur ein kleines Vergnügen nebenbei. Also die Zeugung von neuen Menschen. Aber Gott will, dass wir glücklich werden dabei. Und er will, dass wir heilig werden dabei. Das gehört alles mit zusammen zum Programm Gottes. Und darum muss man auch noch sagen, das ist auch ein wichtiger Punkt, wo wir auch einen sensiblen, nicht? Den Bereich der Sexualität ist ja nicht so, wie es heute angeboten wird, ein sexuelles Menü, wo wir sagen, welchen gemeinsamen Geschmack haben wir, sondern das ist auch vorprogrammiert in unserem Körper. Was heißt denn vereinigen? Nur wenn der Mann einen Samenerguss hat, das ist noch keine Vereinigung. Sondern das ist auch in der Struktur von Mann und Frau sind füreinander geschaffen. Und dann kommt der nächste Punkt. Jetzt ist die Frage, keine Manipulation, keine so Menü, sexuelles Menüdenken, keine Manipulation der Zeugung. Da kommt das Nein der Kirche zur künstlichen Befruchtung, wo sie sagt, bitte, Gott hat den Menschen aus Liebe geschaffen. Und wenn Mann und Frau zusammenkommen nach dem Ebenbild Gottes, wieder aus dem Akt der Liebe kommt der neue Mensch. Das ist ja auch wieder ein wunderbarer Zusammenhang. Und den kann man nicht weglassen und sagen, na, der Arzt macht es eh im Labor. Und dann tun wir vielleicht noch selektieren auch. Das ist ja grauenhaft. Und bei der Verhütung ist es so ähnlich. Das ist ja nur die Kehrseite. Und ich sage, bitte nicht hineinmanipulieren. Denn was macht ihr denn? Ihr behauptet, ihr werdet eine Einheit. Wollt ihr ja gar nicht. Während ihr verhütet, zerstört ihr die Einheit ja schon wieder. Da ist ja schon wieder ein Dazwischen. Beim Kondom besonders anschaulich, aber im Grunde auch bei der Pille. Es ist ja wie Streicheln mit Handschuhen. Es ist verrückt. Es ist auch gegen den Geist der Liebe. Und so kann man auch zeigen, dass auch diese umstrittenen Positionen der Kirche aus dem Gesamten der Liebe zu erklären sind und nur von der Liebe her, verständlich. Ein Riesenthema, Herr Weihbischof Laun, das noch viele Aspekte hat, die wir dann in weiteren Sendungen auch weiter besprechen werden. Für heute vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Ihnen, liebe Zuschauer, danke fürs Mitdenken, dass Sie dabei geblieben sind und ich würde mich freuen, wenn Sie wieder einschalten, wenn es heißt Spirit, Leben mit Stil.